gehen wir in das Student Service Center. Und zwar möchte ich mit einer Frau sprechen, die beauftragt ist, die Studenten beim Auslandssemester zu betreuen. Und ja, ich interessiere mich dafür und würde gerne vielleicht im fünften gehen. Und da will ich jetzt mal gucken, ob ich durch irgendwelche Programme durchkommen kann und was mein Fachbereich überhaupt unterstützt. Und ja, und heute muss es mal sein, weil die Anmeldefrist ist bei verschiedenen Verfahren bis zum 1. März. Und es wird jetzt langsam eng und jetzt gehen wir rein und gucken mal, was die Frau so zu sagen hat. Bei Ihnen ist es halt so, dass der Fachbereich Elektrotechnik hat keine Erasmus-Kooperation, sodass das Erasmus-Programm nicht in Frage kommt. Also wenn, dann müssen Sie gucken, was es für hochschulweite Kooperationen gibt. Wisconsin, Massachusetts, Queensland in Australien, dann haben wir die Sung Kyung Wan University in Seoul, das ist auch eine Partnerschule. Australien, da muss man so für ein Semester mit ungefähr 4.500 Euro rechnen. Und man muss natürlich ein Auswahlverfahren durchlaufen. Man muss sich nur einen Praktikumsplatz suchen und dann, also das wäre nochmal ganz unkompliziert. Dann kriegt man 300 Euro im Monat Förderung. Wenn Sie sagen, ich mache im sechsten Semester, das ist ja das Sommersemester bei Ihnen, so wie Sie es mir gesagt haben, dann wäre die Bewerbungsfrist der 15. Juni. Ja, Auslandssemester kommt wahrscheinlich nicht in Frage, ist zu kurzfristig jetzt für mich. Ja, aber wahrscheinlich dann ein Auslandspraktikum, das lächelt mich schon sehr an. Und da ist auch die Förderung viel, viel besser und auch viel einfacher zu kriegen. Und ja, die Frau hat mir ein paar Programme aufgezählt, ein paar Institutionen gezeigt. Und die eine sogar passt sehr gut, die fördert sogar Wirtschaftsingenieure und auch bevorzugt die Leute, die nach Asien gehen. Also das wäre so auch meine Richtung, wo ich hingehen wollen würde. Ja, jetzt berate ich mich natürlich noch mit meinen Eltern und mache dann wahrscheinlich schon ein Auslandspraxissemester. Also einen Englischtest muss man halt machen und die Bewerbungsfristen liegen auch erst, ich glaube, bis zum 15. Juli oder Juni kann man sich dann noch bewerben. Also ich habe noch lange Zeit, mir da ausgiebige Gedanken drüber zu machen. Okay, Singapur wäre gut. Das wäre doch mal was, ne? Asien. Ich würde gerne nach Singapur.